Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Beyond Two Souls. Wir sind im Kapitel Drachenhöhle, glaub ich, heißt es. Ist wieder ein CIA-Einsatz. Die Jodie hat hier eigentlich schon mit denen gebrochen und hat sich versteckt und so, aber dann hat sie nach ihrer Mutter geschaut und ist wieder geschnappt worden und da er, glaube ich, auch Nathan versprochen hat, das wäre es dann, wenn sie das erfüllt, dann wäre sie quasi frei und nicht mehr auf der Flucht. Hat sie sich jetzt nochmal darauf eingelassen, das zu machen. Jetzt ist sie gerade im Schnee unterwegs. Ich habe allerdings eben nochmal gesehen in dieser Timeline, wo mal die Kapitelnamen auftauchen, dass das vor dem Prolog spielt. Und ich dachte immer, der Prolog wäre das gewesen. Wo die Jodie halt wegläuft vor den ganzen Behördenleuten und die so ein bisschen wegbombt. Also endet das ja vielleicht doch nicht so friedlich, wenn das wirklich der Prolog war. Aber das wird sich ja alles zeigen und jetzt gucken wir uns erstmal an, was da im Schnee so los ist. Also der Aiden hat auf jeden Fall eben ein Haus gefunden weiter hinten, das nicht ganz so kaputt ist und da soll es jetzt hingehen. So. Das ist das, glaube ich, da vorne. Sieht ganz hübsch aus. Ist auch, glaube ich, irgendwo in Asien sind die. Weiß nicht mehr, ob es China ist oder was. Fahren wir alles nochmal, bestimmt. Ja, Ryan ist auch dabei. Und noch jemand, den ich Diese nicht kenne. verdammte Saukälte. Der da. Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf. Der Informant leugnet uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, wenn's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Gute Idee. Er hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisungen. Naja, kontaktiere die Zentrale. Feuer, 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 Feuer. Wie mache ich hier Feuer? Hier ist nicht der Ofen, hier ist nur der Ryan. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern mit dem Sturm. Noch sauer. Verdammt, auf mich, ja. Das Zeug ist zu nass. Hey, es muss was einfallen. Vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. So, ein Quatschkopf. Die ein paar unschuldige Leute umgebracht. Ja, mehr oder weniger unschuldig, man weiß es nicht, aber trotzdem. Und der entschuldigt sich. Koffee, Koffee, Koffee. Gut, gut, gut. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser blöde Ofen? Das hatte ich ja eigentlich vor. Ich mache hier 1000 andere Dinge. Ach, guck mal, die sind damit beschäftigt. Na dann. Habe ich ja frei. Und meine Uhr nicht eingestellt. Was ist das denn? Sprengstoff? Hilfe! Ich habe, glaube ich, im falschen Moment runtergeguckt. Was war denn das gerade? Das sah aus wie so ein Pferdzünder. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. War das wirklich einer? Und deswegen geht die jetzt raus und sprengt die anderen in die Luft. Oh, die Jodie ist so krass. So, helfen wir hier erstmal ein bisschen. Da. Hey, du verdammtes Genie. Gib mir 5, Vince. Siehst du das, Jodie? Ja. Ja. Ganz toll, Jungs. Ihr wart das gar nicht, ihr Pappnasen.
Da schön ein bisschen wärmen. Was macht der denn da? Achso, der wärmt sich auch die Hände. Ich dachte gerade, Grabschangriff. So, kann ich denn hier noch was Lustiges machen, bevor die Jodie pinkeln geht? Nein, gar nichts. Okay, dann suchen wir jetzt die Tür, was ja immer schwierig ist, weil die Kamera tut, was sie will. Geh nicht so weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mache da draußen keinen Stadtrundgang. Sehr unangenehm, bei den Temperaturen raus zu müssen. Okay. So. Du musst wirklich pinkeln, oder was? Na gut. Mal schon mal vorgehen, erstmal gucken, ob es hier sicher ist. Schub. Ja, sieht gut aus. Wo möchte die denn hin? Hier hinter die Fässer. Wie viel Privatsphäre braucht sie denn? Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich erfriere hier. Okay. Was kommt jetzt? Ja, gut, dass sie so tarnfarbenmäßig angezogen ist. Das war ja krass. Stapp, stapp. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Bist du gesehen? Nein, nein, ich glaube nicht. Und los! Los, dranbleiben! So, jetzt lerne ich hier noch Skifahren. Super gut. Langlauf. Klappt doch super. Boah, das ist ganz schön hell. Bingo. Ein, sieh nach, was drin ist. Also. My turn. Ja, was ist das? Boote? Soldat? Na, machst du da? Schrauben lockern? Ich muss mal ein bisschen höher fliegen. Noch ein bisschen so. Panzerwagen. Soldaten. Sie laden Kisten ein. Soweit. In U-Boote. 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 Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Das halten alle Ausschalt. Was? Ich jetzt wieder? Kümmere dich doch. Haben wir nicht aus unseren Fehlern gelernt? Sollen wir die jetzt wirklich alle direkt wieder umbringen? Da kann ich nicht rein. Die gehen aber weg. Tut mir leid. Ich kann den vielleicht umbringen. Oder den da hinten kann ich umbringen. Tschu. So, ich brauche eine Waffe. Gehen wir da hinten in den Raum. Das sieht doch gut aus.
Da auch noch welche drin. Da ist auch noch einer. Schalt erst die Soldaten aus. Der ist doch auch ein Soldat. Na egal. Jody sagt halt, dann machen wir was anderes. Aber ich meine, die sind doch schon weg. Bis auf den einen. Finde ich denn jetzt hier eine Waffe? Kompliziert, kompliziert. Okay, da geht's nicht lang. Ich will auch nichts machen. Bin ich genau verkehrt gegangen. Ist ja super. Kann der eigentlich auch schneller gehen? Scheinbar nicht. Das geht ja gar nicht mehr. Komm, mach hinne jetzt. Los, los, los. So, was kann ich hier machen? Kann ich den da reinstupsen? Nein, ich habe eine Waffe. Krass. Tingsa! Oh, wie krass, wie krass. Okay, der richtet sich jetzt aber nicht selber, also ist hier bestimmt noch irgendwas zu tun. Mann, Mann, Mann. Okay, hier komme ich auch nicht vorbei. Also ist der hintere Teil auf jeden Fall nicht mehr relevant. Gehen wir jetzt nochmal dahin, wo sie, die Jody eben meinte, das sollen wir später machen. Aufmachen. Okay, cool. Fuck, Nick! Sorry. Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Ich hasse diese Typen, die sind so scheiße. Okay. Was machen wir jetzt? Ryan fällt nichts ein. Das reimt sich irgendwie. Mit dem reden. Tja. Gucken wir nochmal hier rein. Vielleicht ist ja da noch was Tolles. Was der Eiden irgendwie vergessen? Hier lang. Jetzt fällt es dir ein, wenn ich weggehe. Wo ist er denn jetzt? Ist er das? Die sehen alle gleich aus. Ja, wo lang? Hier lang und dann geht keiner. Wollt ihr mich verarschen? Ach, okay. Ins U-Boot. Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja, klar, die U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hierbei drauf zu gehen. Ich habe schon vor, dass du drauf gehst, Junge. Jody kann echt alles. Wie MacGyver. Was denn jetzt? Okay, was genau soll das hier werden? Jetzt wird er nervös. Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Der weiß doch noch gar nicht, was die machen will. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Einmal. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg.
Sobald wir zurückkommen, müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Gib mir den Sprengstoff. Okay, das war Sprengstoff, was sie eben in der Hand hatte. Dir ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Du vielleicht nicht. Jolie hat den einen. Geh tiefer. Husten, die Basis rein. Geht mehr weit. Hallezen, das ist aber nicht einfach. Ja, vor allen Dingen ist das schwer, wenn man nicht wirklich weiß, wie breit das U-Boot ist. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Ich folge jetzt hier. Siehst du? Ich folge jetzt hier einfach mal den Lichtern. Okay, höher, höher. Tiefer, tiefer, tiefer. Irgendwie ganz lustig. Aber ist echt nicht so leicht. Also ist auch nicht schwer, aber ist halt schwer zu sehen. Darin liegt die Schwierigkeit. Okay. Darum. Da. Siehst du das Licht? Ja, eine Menge Lichter, Junge. Ah, okay. Ich hoffe, er will keine Antwort. Ja. Oh, oh. Okay, ein Spieler. Aber hat man nicht eben in einem der vergangenen Parts schon mal gesehen, dass die Jodie gefesselt war und der Ryan hing an den Füßen gefesselt von der Decke? Dann endet das ja wahrscheinlich nicht so gut. Siehst du? Da. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Ah, nee, doch nicht. Der ist richtig froh. Vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Glaube ich nicht, nee. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja! Ja! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Ich sag nichts. Ich sage nichts. Oh, nee, so scheiße ist der Ryan das auch nicht, muss oder? Schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Nein. Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Ach, du lügst doch. Fehlt ihn so oder so? Keine Antwort? Nein. Was muss ich tun, damit sie sprechen? Tanzen? Möglicherweise brechen sie ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Nee, okay. Nee, was? Ah! Oh, war es jetzt zu spät? Das war zu spät. Es tut mir leid. Oh mein Gott. Oh nein. Das tut mir leid, der hat dem Ohr abgeschnitten. Der hat dem bestimmt ein Ohr abgeschnitten oder so. Das ist doch vollkommen unnötig. Was hat er denn gemacht?
Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los, dann. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Ja. Ich habe wieder nicht geredet. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Das hat doch super geklappt. Nix verraten. Was jetzt? Hä? Sie mit den Rückblicken. Wir stellen den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Nein. Natürlich nicht. Aber ich überlege mir was. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wie es mit Jody und Ryan und Aiden und allen weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Teil von Beyond Two Souls. Bis dahin, tschüss!